So, wieder hallo, Sie kommen zurück zu einer wunderbaren neuen Ausgabe hier in Project Cars 3. Wir sind zurück in der Karriere und heute wollen wir weiter in die nächste Road-Klasse, nämlich Road C steht als nächstes an, wo wir uns mal ein wenig austoben wollen. Wir haben zwar bei Road D noch ein Event offen, wo wir uns entweder 959 oder einen wunderbaren alten Ferrari kaufen. Problem ist, ja, mit dem fahren wir dann nur ein Event und haben dafür sehr viel Cash ausgegeben. Das werden wir, denke ich, auf jeden Fall noch nachholen, weil ein 959 ein wunderbares Auto ist. Aber ich hatte gedacht, wir fangen heute erstmal bei Road C an und... Ja, ich muss sagen, für Road C, bin ich ehrlich, ich habe da schon Auto gewählt und da werden wir auch nicht groß rumkommen, dass wir den nehmen werden. Also wir gehen mal kurz durch. Wir haben einen wunderbaren Aston Martin Vantage AMR, wunderbar. Dort Challenger Hellcat Red Eye, also auch brutales Fahrzeug. Die C8 Corvette ist ja auch hier neu im Spiel drin. Ich persönlich werde die aber nicht nehmen, weil ich die C8 leider nicht geil finde. Ich bin absolut gar kein Freund von diesem Auto und es tut mir wirklich alle leid. Ich finde den Wagen leider nicht so geil. Ich finde die ganze Form des Autos irgendwie... Irgendwas stört mich in diesem Auto, deswegen nehmen wir den nicht. Dann haben wir den 992 Carrera S, Lotus Exige Cup, Can-Am 7, Aston Martin Vantage GT12, Camaro ZL1, dann 2020er Acura NSX, GTR Nismo und AMG GTR sowie Crossbow, die drei sind immer noch gesperrt. Wir werden aber, ihr wisst es mittlerweile, wenn wir schon den 959 nicht nehmen, dann nehmen wir halt wenigstens ein modernes Pendant. Also ist ja nicht das Pendant, weil es kein Allrad, bla bla bla, aber egal. Aber immer nehmen wir den 2009er, 19er, 911er Carrera S. Wunderschönes Auto. Ich liebe diesen Wagen wirklich sehr, sehr stark. Deswegen wird der gekauft, auch wenn wir uns jetzt sehr gut in die Pleite begeben haben. 4000 Credits sind jetzt auch auf unserem Wunderbar-Konto, aber guckt euch diesen Boot hier an. So, wir schauen mal, was wir damit erstmal anstellen können. Wir wollen hier erstmal ein schönes Design haben. Deswegen gucken wir doch mal, was die Herstellerlackierungen. Hier ist ein Hersteller. Da wollen wir hin. Genau, was haben wir denn? Das war geil. So ein bisschen im Gulf-Style. Alles relativ, sagen wir mal, zurückhaltende Lackierungen. Aber die sind alle sehr schön an den Linien des Fahrzeugs orientiert, ne? Ich finde die auch sehr geil, weil das so schön an der Kupplung hier vorne ausläuft. Das ist mir zu deutsch. Das ist mir viel zu deutsch. Aber ich muss sagen, wir nehmen die Golf-Lackierung. Ich finde die schon sehr nice. Gefällt mir schon sehr gut. So, Kennzeichen. Das typische Prozedere, wie immer. Wir haben es gleich. Ich bin auch vorhin noch ein paar Runden kurz gefahren, um ein bisschen Geld reinzukriegen. Und komischerweise, warum auch immer, bei meinem Skyline hat er mir einfach das Kennzeichen entfernt. Also nicht das Kennzeichen komplett entfernt, sondern einfach was draufsteht. Also steht jetzt einfach nichts mehr drauf. Als hätte ich alle Buchstaben entfernt. Keine Ahnung, was das für ein Bug ist, aber ja. So, jetzt kommt hier noch die 5 hin. Design könnten wir fast schon so lassen, weil es ist ja... Warum ist das D eigentlich? Warum steht eigentlich kein D vor dem Kennzeichen? Warum GB? Aber na egal. Das Babyblau würde aber auch gut passen. Obwohl ich eigentlich so farbige Kennzeichen nicht so der Freund von bin. Wir gucken mal kurz, vielleicht passt hier noch irgendwas anderes ganz gut. Das ist aber ganz nice vom Übergang. Das sieht ganz gut aus. Das ist ja auch ganz geil. Ja, was packen wir denn da drauf? Jetzt müssen wir überlegen. Das sind die Farben von Project Car. Komm, das machen wir das. Wir sind ein bisschen farbenfroh heute. So, Felgen. Originalfelgen, versteht mich nicht falsch. Die sind nicht verkehrt. Die sind nicht verkehrt. Aber es geht halt immer besser. Vor allem mit BBS. Ey, alle werden mich langsam hassen. So, baller doch nicht überall BBS drauf. Und ich sitze davor. Wie ein kleines, bockiges Kind. Doch, mache ich trotzdem. Ja, sorry. Ich bin halt BBS-Fan. Also, Gott, die Felgen vor allem ist halt so super GT2, GT3 RS-Style. Aber so Centerlock wären schon... Boah, so Centerlock-Felgen wären schon geil. Warte mal, Farbe. Machen wir die auch orange oder in weiß? Jetzt will ich überlegen, ob wir die anpassen an die Folierung. Ist halt die Frage, wie das aussieht. Alter, du kannst halt einfach 21 Zoll draufpacken. Das wirkt einfach nicht zu groß. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Nee, wir machen nicht orange. Ne? Das ist ein Tacken zu... Wir machen weiß. Ich glaube, weiß ist ganz gut. Boah, Alter, hat der ein Tiefbett. Holy Macaroni. Guck dir das mal an. Was eine wunderbare breite Felge hinten ist. Ja, da können sich andere Spielehersteller gerne Beispiele von abnehmen, dass ein Auto auch gerne hinten breitere Felgen mit mehr Tiefbett fahren darf. Also auch eine andere Version. Selbst Need for Speed kann sich da eine Scheibe von abschneiden, weil ich kann nicht verschiedene Zollbreiten der Felgen wählen in Spielen meistens. Und das wäre eigentlich ganz geil, weil du dadurch meistens ein fetteres Tiefbett hast. Oder Außenbett halt. So, Reifen. Ich muss ja theoretisch. Und nehmen wir dann mal Michelin. Was fahren wir denn auf dem jetzt für Reifen? Pirelli, Toyo? Wieder halt Toyo, finde ich halt den Schriftzug einfach geil. Toyo nehme ich halt einfach auf sich, weil ich den Schriftzug ganz cool finde. Die Hankook wären aber auch nice. Direkt mit dem orangen Akzent. Komm, wir nehmen die Hankook. Dann haben wir so einen orangen Akzent noch drin. Ist doch ganz nice. Gefällt mir gut, dieser 992. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt, sagen wir mal, leistungstechnisch was taugt. Werden es einfach gleich herausfinden müssen. Das gucken wir einfach. Wir fahren einfach mal und dann sehen wir ja, ob wir den Leuten auf die Fresse hauen oder auf die Fresse gehauen bekommen. Das ist die Mischung.
This is where things really start to get fun. Faster cars, meaner opponents, and more challenging conditions. Welcome to the Road C Series. Willkommen in Road C, liebe Leute. Road C. So. Entschuldigung. Muss ich mal kurz räuspern. So, wir haben zwei wunderbare heiße Runden-Events direkt. Ich würde aber sagen, wir fangen direkt erstmal mit dem Rennen an. Die beiden können wir gleich fahren. Ich will jetzt erstmal gucken, was der Wagen so taugt. Deswegen gehen wir Longfield. Ein wunderbares Rennen in Brands Hatch. Sehr nice. Schnellste Rundenzeit sollen wir aufstellen. Ersten Runde sauber vier Positionen gut machen und Überholmanöver. Okay, das sollten wir alles, denke ich mal, auf Kette bekommen. Je nachdem. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, ob unser 911er ein absolutes Brett ist oder nicht. Das werden wir jetzt gleich gemeinsam herausfinden. Ich sage, Beschleunigung und Topspeed-Werte waren auf jeden Fall nicht verkehrt. Also er hat auf jeden Fall eine brutal gute Beschleunigung und Topspeed in der Klasse. Natürlich leistungstechnisch geht mehr. Dodge Challenger, Hellcat, Red Eye ist natürlich so einfach nur Kotal-Gibim. Der geht natürlich nur Demon, gibt es auch drüber. Der wäre noch einen Tacken krasser, aber das Ding ist dann wirklich nur für die vierte Meile gedacht. Das hat nichts mit dem Rundkurs zu tun. Gucken wir mal. Ich glaube, ich hab Bock drauf. Ich mag den Rockpikus, ja. Ich mag Brands Hatch grundsätzlich sehr gern. Ich fahre lieber Indie, muss ich sagen, weil einfach, das ist einfach so ein der kurzweiligere Kurs. Und vor allem relativ schnell einzuprägen. Und macht trotzdem aber Laune, weil er doch recht anspruchsvoll, vor allem dank den Senken und so ist. Muss man trotzdem ein bisschen aufpassen. Aber der Grundprikurs nicht der Trotz auch ganz geil. Nur da ist mir halt hinten manchmal die Abschnitte ein bisschen zu eng. Du hast da ein bisschen weniger Überholmöglichkeiten, weil du einfach nicht den Platz hast, den du brauchst. Vor allem in den Rennfahrzeugen, wenn wir das später mal irgendwann drauf sind, wird das ein spaßiger Teil werden. So. Jetzt lad fertig, ich will den 912 fahren. Danke. So, willkommen, Vereinigtes Königreich. So, jetzt gucken wir mal kurz. Ich weiß gar nicht, wir gucken mal kurz Score-Technik. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn überhaupt? 457er Score. Holy shit, ist der 911er wirklich so brutal? Ja, die KI fährt fast getunte Autos nur. Da fährt fast keiner ein richtiges Gruppe C-Auto. Krass, wir haben wirklich das stärkste Auto. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, das ist geil. Also, krass, finde ich. KI passt soweit alles. Ja, alles gut. Ich stelle die Schwierigkeit, die Aggressivität mal eine Stufe höher. Gibt Boni. Immer mal Mitte. Gibt 27%. Mehr Cash können wir ja gebrauchen. So, dann gucken wir mal. Ich muss sagen, doch, Farbkombination mit Felgen und allem gefällt mir doch recht gut. Kann ich so festhalten. Gefällt mir echt gut. Meine Fresse. Jetzt noch einen großen GT-Flügel drauf. Ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht geguckt, ob es einen Rennumbau für den gibt. Müssen wir gleich mal gucken. Das wäre geil, wenn es für den noch einen Rennumbau gibt, den 912. Aber ich glaube nicht. Wäre aber geil, wenn es eine Racing-Version von dem gibt. Ich meine, es gibt keinen vom 992. Es gibt ja Rennen-Porsche im Spiel, aber ich glaube, den 992 gibt es keine Rennversion von. Ja, mach saubere Überholmanöver. Das hat ja schon bisher gut funktioniert. Boah, liegt aber nebenbei sehr geil. Nebenbei ist kein. Hallo, lass mich doch jetzt fahren! Übertreib's doch nicht sofort wieder. Ist kein 4S oder sonstiges. Also, er hat trotz dessen, dass wir Heckmotor und Heckantrieb haben, echt scheißen viel Grip. Das kann man auf jeden Fall mal so festhalten. Der fährt sich echt sehr angenehm. Also, den kann man wunderbar prügeln, trotz Heckantrieb. Kann man auf jeden Fall mal so festhalten. Und ist auf jeden Fall auch gut flott. Weil ich meine, wir sind jetzt hier innerhalb der ersten Runde mal entspannt auf Platz 3 vorgeflügt. Gut, klar, wir haben schnellste Auto. Aber das war ja nicht meine Absicht. Ich habe mich ja nicht genommen, weil den hohen Score hat. Ja, weil ich habe geredet, dass die KI halt einfach nur noch Autos tunen und keine. Ich finde es aber ich finde es positiv, dass die KI Autos tun. Es gibt genug Spiele, wo du theoretisch ein Auto für die nächste Klasse upgraden kannst, aber die KI das nicht tut. Deswegen, das finde ich schon mal ganz geil, dass das Fahrerfeld relativ gemischt ist zwischen Autos, die upgegradet sind und eben Serienfahrzeugen. Das finde ich auch ein Überholmanöver. In der Zeit schaffe ich auf jeden Fall nicht. Dafür müssen wir jetzt zurückfallen lassen. Und ich werde einen Teufel tun, den Sieg abzugeben gleich. Ach, Alter, der ist ja aber auch zickig, Junge. Ey, also jetzt mal besten Willen, das war ja nicht weit raus. Bei jedem Rennen passiert sowas. Ich darf mir jetzt schon abzustrafen, wie ich tacken drüber.
Bei meiner Meinung nach war ich da jetzt nicht so weit draußen, dass mir das Zeitvorteil gebracht hat. Aber gut, weil es für die letzte Runde, dass ich da dringendstens meine Reifen stillhalten muss. Mann. Ist aber echt ein bisschen kleinkariert mit dem Sprachsystem. Komm, C63, kusch dich mal. Komm, jetzt mal nicht vom Acker, Mensch. Hier geht's um den Sieg. Oh, das war zu motiviert. Boah. Da wollte die Hinterachse aber mal ganz spontan mitschwingen. Die ersten Mann sind aber auch nicht verkehrt, ey. Jetzt hab ich sie. Jetzt geht's innen durch. Gibby. Komm, 911er. Ich hab zu früh geschaltet. Ich hab selbst gemerkt, wir haben gerade voll die Leistung liegen lassen. Nein, zieh mal raus. Oh, shit. Ach, ey, also das ist eine lächerliche Strafe an der Stelle. Hallo! Spiel, jetzt lass mich mal wieder fahren! Ich bin immer noch im Strafsystem. Jetzt habe ich erst wieder Freifahrt. Junge! Also das Strafsystem auf Brandson ist ja sowas von dermaßen broken. Ich bin hier durchs Kies gefahren, das hat mich doch ausgebremst. Als ob ich dadurch schneller werde. Er wird auch ausgebremst. Da, jetzt habe ich mal geguckt, ich Depp. Aber als ob das mich schneller gemacht hätte an der Stelle. Als hätte ich da einen Zeitgewinn gemacht, durchs Kies zu fahren. Vor allem an der schnellen Stelle. Das Strafsystem auf Brands Edge Grand Prix ist ja leicht ein bisschen behindert. Also das ist ein bisschen... Also vor allem, wie lange ich jetzt gerade eine Strafe dafür bekommen habe, das müssen wir ja nochmal hochrechnen. Dass ich überhaupt eine Strafe bekomme, ist schon bescheuert. Aber dass ich dann gefühlt die Hälfte der Runde dann nicht mehr fahren darf. Ja, gut. Wissen wir schon, warum wir keinen Sieg reinholen. Vielleicht nicht beim Spiel. Ich hoffe, ich schaffe zumindest die schnellste Runde. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, leider nein. Come on! Nein, nicht hinten reinfahren, vorbeifahren, nicht reinfahren. Ach, scheiße, egal. Ja, sind wir immer so? Ich hätte locker einen Sieg reinholen können, hätte das Strafsystem nicht dreimal gemeint, mir die Karre komplett auf Null gefühlt auszubremsen. Das wäre cool gewesen. Naja, 2 von 3 Zielen erreicht. Besser nix. Habe ich 2 von 3 Zielen überhaupt erreicht? Fuck, habe ich nicht mal, ne? Oh, meine beste Rundenzeit wurde ja nicht mal gewertet, weil sie unsauber war. Und ich war sowieso nicht schnellster. Vergesst es. Ich habe nur einen Punkt bekommen. Boah, war ein richtig erfolgreiches Rennen, würde ich behaupten. Holy shit. Das war ja richtig solide. Scheiße, ey. Gott, war schlecht. Gott, war das schlecht. Aber es gibt Bonus-WP, gut. Aber kein Level-Up, schade. Aber leben wir den Wagen wunderbar. Aber ich gucke jetzt gerade mal kurz, ob es einen Rennumbau gibt bei dem. Ich glaube, es gibt keine Racing Edition vom 992 im Spiel. Ich meine nicht. Wir können ja mal ganz kurz schnell schauen. Das interessiert mich nämlich jetzt gerade selber mal. Motorsport treiben? Nee. Es gibt leider keinen Motorsportumbau. Aber das wäre ziemlich geil gewesen, oder? Doch, Rennumbau. Es gibt einen Rennumbau. Ach, krass. Es gibt sogar einen Rennumbau. Wie geil. Warte mal, wie sieht denn der aus? Wir können es ja mal ganz kurz spoilern. Man kann ja nämlich schon mal die Autos angucken. Man kann theoretisch so einen Rennumbau auch schon fertig kaufen. So ist es nicht. Dementsprechend. Klasse. Alle Hersteller. Perfekt. Was sind die Racing Edition vom 992? Oder kann man die überhaupt einzeln kaufen? Dumm. Oder er baute den in den RSR um. Das kann natürlich durchaus sein, weil hier zum Beispiel, das ist ein Carrera GT Racing, das ist zum Beispiel der Racing-Umbau, die du aus den Originalen machst. Ich sehe nämlich keinen Racing-Umbau vom 992 so partout. Ich kann mir also gut vorstellen, dass Hishing den... Gute Frage ist aus dem Basteln. Warte mal. Du bist doch theoretisch ein Singleplayer, müsste aber doch auswählbar sein. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz gucken. Fahrzeuge. So. Oder was baut der aus dem 992? Irgendwas muss er daraus auf jeden Fall basteln. Nur ich habe keine Ahnung, welchen der Porsche. Also man kann auf jeden Fall einen Rennumbau machen. Ich habe keine Ahnung, was er daraus machen. Werden wir herausfinden noch. Ich weiß nicht, welchen Porsche er daraus baut. Gut, machen wir weiter. Mit 2 wunderbaren heiße Runden. Hotlap im Mojave.
Aber jetzt gestern die Tage jetzt in Need for Speed Shift im Livestream gespielt und da gibt's ja auch die Hotlap-Events, beziehungsweise Schnellfahr-Events, wo du auch drei verschiedene Zeiten schlagen musst. Und da ist es cooler gemacht, du hast nämlich drei Runden Zeit. Du hast drei Runden Zeit, in diesen drei Runden so als musst du diese drei Zeiten schaffen. Und das ist halt geiler, weil du einen viel besseren Flow hast. Hier bei Project Cars 3 haben sie das super, super ungünstig gelöst, dass du ja, wenn du dieses Zeitrennen rum hast, das Rennen auch abgeschlossen ist. Du hast nur wirklich nur eine Runde, danach musst du neu starten mit Ladezeit und bla bla bla. Und ich finde dieses drei Runden Ding ganz geil, weil du dann erstmal in den Flow reinkommst und die Strecke so ein bisschen dir auch mit dem Wagen aneignest. Fände ich, dass das Thema Shift hätte ich hier auch deutlich angebrachter gefunden. Aber na gut. Und ich finde Mojave immer noch ziemlich hässlich. Das ist auch noch eine andere Sache. Ich finde das hier drumherum halt, Alter, das ist... Streckendesign ist cool. Außenrum Design, so realistisch das sein mag, ist halt leider für ein Spiel halt ultra unschön. Also ultra uninteressant. Warum? Ja, mit dem 992 bin ich richtig einfahren. Das ist mein großes Problem. Ich weiß... Zwei Minuten sieben. Alter, das ist eine ganz schön lange Strecke, habe ich das Gefühl. So, hier runter. Ich habe keine Ahnung, wann der Bremspunkt kommt. Ich bin ehrlich. Ich bin gerade einfach nur voll am Gas und hoffe, ich habe die Karre nicht gleich in die nächste Mauer. Alter, wann darf ich denn mal einen sechsten? Danke, jetzt. Ich glaube, wir mal ein bisschen ankern. Ja, okay, das hätten wir deutlich schneller fahren können. Aber gut, lieber auf Nummer sicher gehen. Soll ich auch schneller, als wenn ich die Karre in die Wand kloppe. Ich mag den 992 einen ganz schönen Klang. Ich muss den Boxer haben, so relativ gut getroffen. Jetzt nicht 1:1, klar. Aber ich finde ihn jetzt klangtechnisch nicht unangenehm oder komplett off. Das klingt für einen modernen Boxermotor doch relativ glaubwürdig. Das ist jetzt so meine Meinung. Wunderbar die Kurve quer eingeleitet. War überhaupt nicht mein Plan, aber sah wunderschön aus der Drift. Da muss ich mir gerade selbst loben. Hier habe ich schön eingeleitet. Komm rum. Wenn das Rücklicht, ne? Das ist schon geil, wenn man es anhat. Das muss man einfach mal sagen. Come on. Puh, first try. Sehr gut. War aber auch eine relativ solide Runde, muss ich wirklich sagen. Das war relativ fehlerfrei. Aber ich den Streckenablauf noch gar nicht kannte. Aber gut. Hat ja trotzdem funktioniert. Wir sollen zufrieden sein. Nicht meckern, auch mal akzeptieren. Und Bonus-Cash akzeptieren nehmen wir auch. Dankeschön. So. Dann gehen wir mal in das zweite Hotlap-Event, was wir noch hier offen haben. Habe ich noch ein zweites in diesem Meisterschaftsgedönsebumse. Nämlich hier Carly Conter, Willow Springs. Okay, die kennen wir ja auch. Weil das ist auch so eine, ich sag mal, ist eine Wüstenstrecke, oder? Das ist, glaube ich, sogar in der Wüste, oder? Willow Springs, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist, glaube ich, sogar Wüste. Die ist schon vom Drumherum schöner irgendwie. Auch wenn, ich sag mal, so diese Wüsten-Drecktextur irgendwie bei Project Cars 3 ist ein bisschen, ich sag mal, nicht unbedingt das Jahr 2020 darspiegelt. Ich finde es aber schön, wenn ich Project Cars 3 spiele. Ich merke immer selber, wie ich so negativ die ganze Zeit am Reden bin. Das Problem, also das ist das Drumherum. Darum geht es mir gerade. Das Game an sich... Ich spiele es ja nicht, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Das Gameplay funktioniert ja sehr, sehr gut. Das Gameplay funktioniert ja wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es macht ja wirklich Spaß. Also nicht falsch verstehen. Ja, das sieht irgendwie schon, das sieht ja schön aus. Es sieht schön aus. Man muss es einfach mal sagen. Man muss auch mal... Da ist auch einfach nur flach und ein paar Sträucher und so, aber es sieht irgendwie schön aus. Das habe ich im letzten Moment noch gerade gerettet. Die Kurve war überhaupt nicht gut gefahren. Da habe ich richtig Zeit liegen lassen. Gut, dass ich Willow Springs zumindest ungefähr vom Ablauf kenne. Ah, komm schon! Scheiße, ja, unnötige Rundenzeit. Ah! Da schiebt und schiebt und schiebt der und ich kriege ihn nicht um die Kurve gehievt. Ich finde es sehr lustig, obwohl man ja
obwohl das ja, wie gesagt, du hast ja nur eine Runde, dass das Spiel dich trotz unmöglicher Rundenzeit weiterfahren lässt. Ich könnte das Spiel auch sagen, Niederlage abgebrochen. Du kannst ja gar keine Ziele mehr erreichen in dem Moment. Dann haben wir die Kurve gemeistert, sehr gut. Komm doch wieder rum! Bitte, bitte! Boah! Oh, 1,24 ist aber sportlich, merke ich gerade, ne? Ja, es könnte knappi werden. Oh, es könnte knappi werden. Oh ja, das wird knappi. Das wird knappi. Nein, es wird nicht knappi. Scheiße. Na gut, akzeptieren wir. Ich habe ja eh gesagt, wir spielen ja einfach so durch, weil jetzt ich hier... Ja, die 739 hätte ich doch geholt. Ich war hier und da, ich sag mal, ein bisschen zu vorsichtig. Beziehungsweise die Linien war aber teilweise ein bisschen auf. Also wir waren ein bisschen neben der Ideallinie. Deswegen hatten wir auch dieses Untersteuerproblem, weil wir die Ideallinie verlassen haben. Aber trotzdem okay. Krass, wieder Level up, okay. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Hat aber gut viele Punkte gegeben, das Event, warum auch immer. Ja. Gut, da haben wir schon mal auf jeden Fall einen guten Einblick in die Klasse C bekommen, so wie unser 992. Oh, hier brauchen wir ein britisches Auto, ne? Ja, wunderbar, kann ich nächstes Mal schon wieder ein neues Auto kaufen. Ach, geil, ja, schön, gut, dass wir kein Cash dafür haben. Ich freue mich. Gut, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Nächstes Mal gehen wir nämlich in den Road C Cup, liebe Leute. Da geht's einmal zur Azure Coast, also sehr nice, und nach Silverstone. Wenn ihr auch Bock habt, lasst den ganzen gerne einen Daumen rum da und man sieht sich in der nächsten Folge hier bei Project Cast 3 wieder. Bis dann, tschüss.